Ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfermarkt TV heute am Dienstag. Und heute sprechen wir ganz ausführlich über die Stürmersuche, denn die geht angeblich beim FC Bayern weiter, auch nach der Verpflichtung von Mathis Tell. Und zwar geht es um den Kollegen hier. Lösen wir gleich in der Gerüchteküche alles auf, genauso wie mögliche Stürmerkandidaten für den BVB. Da gibt es auch ein paar Namen aus dem ganz oberen Regal. Das gleich in der Gerüchteküche. Wir starten jetzt aber rein in den Transferticker und beginnen dort mit einem neuen Verteidiger für die Rangers. Denn er hier, Ridwan Yilmaz, 21-jähriger Linksverteidiger, geht nach Schottland zum Europa League-Finalisten. Kommt von Beşiktaş für 4 Millionen Euro Ablösesumme. 2,5 Millionen an Boni können hinzukommen. Und zuletzt, da gab es auch Gerüchte um einen Transfer zum VfB Stuttgart oder zu Eintracht Frankfurt, aber das hat sich damit dann natürlich zerschlagen. Troy Parrott verlässt Tottenham Hotspur abermals. Der 20-jährige Mittelstürmer geht zu Preston North End. Das ist die vierte Leihe für den Angreifer. Zuvor hatte er aber bei Tottenham bis 2025 verlängert. Zuletzt spielte Parrott schon bei Millwall, Ipswich und Dons. Nach dem ausgelaufenen Vertrag in Köln schließt sich Jannis Horn dem VfL Bochum an. Horn ist äußerst variabel. Der 25-Jährige spielt am liebsten Linksverteidiger, kann aber auch im linken Mittelfeld oder auf der Innenverteidigerposition spielen und soll damit als neunter Neuzugang beim VfL Bochum helfen, abermals die Klasse zu halten. Valentin Castellanos war vergangene Saison Torschützenkönig der MLS für New York City. Nun geht es auf Leihbasis zum FC Girona. Jetzt war er auch schon mit 13 Treffern wieder Führender der Torschützenliste, hat sich aber laut eigener Aussage damit einen Traum erfüllt, beim La Liga-Aufsteiger zu spielen. Sein aktueller Marktwert beträgt übrigens 12 Millionen Euro. Manor Solomon geht von Schachtjor Donetsk dank der FIFA-Sonderregelung zum FC Fulham. Der 23-jährige Linksaußen kommt ursprünglich aus Argentinien und soll dem Premier League-Aufsteiger bei der Mission Klassenerhalt helfen. Aktuell herrscht ja in der Ukraine eine ganz besondere Situation. Aufgrund des russischen Angriffskrieges dürfen die Spieler ihren Vertrag vor Ort ja aussetzen. Und der Spanier Luis Milla geht von Granada zu Getafe. Der 27-jährige zentrale Mittelfeldspieler kostet 5 Millionen Euro Ablösesumme. Übrigens die Summe, die Granada 2020 schon für ihn gezahlt hatte. Sein Marktwert ebenfalls 5 Millionen Euro. Und bei Getafe gab es einen Vertrag bis 2027. In unserer Gerüchteküche, mit der machen wir jetzt direkt weiter, da sprechen wir ausführlich über die Bayern und Borussia Dortmund. Beide suchen nämlich angeblich noch Stürmer. Zu Dortmund kommen wir gleich. Jetzt einmal zu den Bayern. Da habt ihr ja sicherlich mitgekriegt, dass man Mathis Tell verpflichtet hat, das junge Top-Talent aus Frankreich. Aber trotzdem wird ein weiterer Stürmer gehandelt, und zwar Raúl de Tomás. Das berichtet die katalanische Zeitung ARA. Der deutsche Rekordmeister soll reges Interesse am Espanyol-Stürmer haben, nur sind da ein paar Zahlen tatsächlich relativ abschreckend. Zum Beispiel die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro im bis 2026 laufenden Vertrag. Da darf man natürlich die Frage stellen, geben die Bayern nochmal so viel Geld aus für einen Stürmer, nachdem man sich jetzt schon mehrfach verstärkt hat? Wir schauen mal auf ein paar Zahlen von Raúl de Tomás. Der 27-Jährige hat immerhin einen Marktwert von 25 Millionen Euro, 36 Spiele, 20 Scorer. Das liest sich durchaus gut, aber wir müssen bei der ganzen Angelegenheit auch realistisch bleiben, und deswegen geht unsere Einschätzung dieses Mal ganz klar nach unten.
Man muss sagen, mit dem Matisse-Tel-Deal hat man wahrscheinlich seine Möglichkeiten ausgereizt. Die Transferbemühungen sind damit wohl eher am Ende. Und einen Raúl de Tomás jetzt für ja wahrscheinlich mehrere 10 Millionen Euro noch zu verpflichten, das scheint einfach total unrealistisch. Dazu kommt die unseriöse Quelle, die wir bisher noch nicht so richtig als vertrauenswürdig einstufen konnten. Und an der Stelle seid dann natürlich auch ihr gefragt. Glaubt ihr, dass die Bayern bei Raúl de Tomás tatsächlich was versuchen oder ist das Ganze eine Ente? Eure Meinung interessiert uns. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wir sprechen jetzt weiter über Stürmer bei einem deutschen Topclub, wechseln aber von den Bayern zum BVB. Da ist man ja immer noch so ein bisschen am Grübeln. Was wird die Diagnose sein bei Sebastian Haller? Sollte die nicht so gut ausfallen, dann braucht man wohl einen Ersatz und möchte auf jeden Fall tätig werden. Wir zeigen euch die aktuellen Kandidaten. Haben das ja vergangene Woche schon mal gemacht, aber es kommt wieder ein bisschen Bewegung rein. Und ihr seht hier hinter mir schon einen wirklichen Starstürmer mit Mauro Icardi, dessen Karriere zuletzt so ein bisschen ins Holpern geraten ist. Früher ja bei Inter eine Bank, dann ist er unter nicht so schönen Umständen zu PSG gegangen, dort erst geliehen, dann fest verpflichtet für 50 Millionen Euro. Ja, und heute ist der mittlerweile 29-Jährige nicht mehr so ganz zufrieden, denn er spielt in diesem Star-Ensemble. Gerade in der Offensive ist PSG ja wirklich top besetzt, keine große Rolle mehr. Laut Sky Sport soll sich der Stürmer einen Wechsel zum BVB vorstellen können, sein Vertrag läuft aber noch 2 Jahre und wenn, ja wenn, dann wäre es wohl ein Leihgeschäft, was das möglich machen würde. Hier muss man wirklich nochmal abwarten, ob das nicht tatsächlich ein oder zwei Nummern zu groß ist. Es fällt aber auf, dass der BVB durchaus groß denkt, denn auch Edin Dzeko ist kein Unbekannter, steht bei Inter Mailand noch ein Jahr unter Vertrag, war in der Vorsaison mehr oder weniger gesetzt, aber hat jetzt mit Romelu Lukaku natürlich einen starken Konkurrenten bekommen. Das heißt, die Situation rund um den mittlerweile 36-Jährigen dürfte neu bewertet werden, aber wie bei Mauro Icardi eben auch, könnte das große Gehalt, die großen Vorstellungen von Edin Dzeko durchaus schwierig zu realisieren sein. Wir vergleichen die beiden mal. Wie gerade schon angedeutet, Edin Dzeko, ein alter Hase, 36, wäre jetzt kein zukunftsträchtiger Transfer. Aber wie gesagt, man guckt wohl wahrscheinlich eher nach einem Leihgeschäft. Ja, und was die Tore angeht, da ist der Mann von Inter, der frühere Bundesliga-Torschützenkönig in Diensten des VfL Wolfsburg, in der Vorsaison tatsächlich viel erfolgreicher gewesen. 17:5, bei den Vorlagen sogar 10:0. Also effektiver wäre mit Sicherheit Dzeko, der etwas größere Name, weil eben auch noch 7 Jahre jünger, wäre vielleicht Mauro Icardi. Ja, und es gibt auch noch 2 weitere Namen, die in der Bundesliga durchaus keine Unbekannten sind. Genauer gesagt bei Hertha BSC. Dort noch bis 2025 gebunden ist Christoph Piontek, der ja zuletzt an Florenz ausgeliehen war, bei der Hertha nicht ansatzweise glücklich geworden. 24 Millionen Euro zahlte die alte Dame 2020 an Milan. Ein Geschäft, was sich überhaupt nicht rentiert hat. Und die Hertha strebt grundsätzlich wohl eher auch einen Verkauf des polnischen Mittelstürmers an. Aber angeblich verdient der auch 5 Millionen im Jahr. Und das wäre ja schon mal ein Anfang, vielleicht dieses Geld von der Gehaltsliste zu streichen. Dortmund könnte dann tatsächlich beim aktuellen Bedarf eine Leihe anstreben. Sind wir mal gespannt, ob das tatsächlich passt. Auch eben, weil Piontek seine Klasse in der Bundesliga bisher eigentlich gar nicht unter Beweis stellen konnte. Und auch der nächste Kandidat ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga, auch von der Hertha, wo er zuletzt in Deutschland spielte, dann aber nach Krasnodar wechselte. John Córdoba, der bei der Hertha sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Er soll ebenfalls als möglicher Ersatzmann für Sebastian Haller gelten. Bei ihm käme hinzu, man könnte ihn relativ unkomplex holen, da er ja von der FIFA-Sonderregelung
Regelung Gebrauch machen könnte, steht in Russland unter Vertrag. Aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine könnte er ad hoc nach Dortmund wechseln. Und auch hier werden wir nochmal den Vergleich heranziehen. Wir haben es mal die Hertha Connection genannt. Der aktuelle Club von Piontek und der Ex-Club von John Córdoba. Etwas mehr gespielt hat der Pole, vor allen Dingen bei Florenz. 7 Tore dort, bei Córdoba sind 6 in 16 Spielen. In Sachen Marktwert ist der Mann in Diensten von Krasnodar 3 Millionen mehr wert. Und wie gesagt, der große Vorteil wäre, er könnte von der FIFA-Sonderregelung Gebrauch machen. Ihr könnt ja gerne mal sagen, welcher der 4 Kandidaten wäre die beste Soforthilfe als Ersatzmann für Sebastian Haller. Und welche Lösung wäre vielleicht die realistischste? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wir machen weiter mit den sonstigen Gerüchten, bleiben bei einem Stürmer, der übrigens auch schon bei der Hertha in diesem Transfersommer gehandelt wurde. Der Spanier Toni Martinez beim FC Porto, eher Backup für Mehdi Taremi, hat allerdings in allen Wettbewerben seine Minuten bekommen und auch seine Tore erzielt. Er will wohl unbedingt gerne in die Bundesliga wechseln und laut Sky wird er aktuell ganz heiß mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht. Ein erstes Angebot aus der Fuggerstadt für eine Leihe samt Kaufoption unter 10 Millionen Euro soll beim portugiesischen Meister eingegangen sein. Da wird man dann in den nächsten Tagen sicherlich auch neue Meldungen hören, wie weit das Ganze dann kommt. Und neben Martinez will der FCA wohl auch Warren Bondo verpflichten. Der französische Junioren-Nationalspieler wäre ablösefrei, weil vereinslos. Sein Vertrag beim Zweitliga-Absteiger AS Nancy Lorraine, der endete kürzlich. Und auch hier berichtet Sky, dass es schon Gespräche über eine mögliche Verpflichtung gegeben habe. Nordi Mukiele hat es bereits in sozialen Netzwerken gepostet, aber noch nicht unterschrieben, denn der Medizincheck steht noch aus bei Paris Saint-Germain. Er verlässt laut eigener Aussage Leipzig schweren Herzens, dass er sich dem französischen Meister anschließt. Dann also nur noch Formsache. Die Ablöse, die soll bei rund 12 Millionen Euro liegen, plus dann circa um und bei 3 Millionen Euro Boni. Ein Abgangskandidat bei PSG ist hingegen Julian Draxler. Das geht aus diversen Berichten hervor. Der neue Trainer Christophe Galtier möchte den Kader wohl unbedingt verkleinern. Le Sport, nicht die allerbeste Quelle, das sei gesagt, berichtet nun, dass Newcastle United Interesse an Draxler haben soll. Dem Magazin zufolge sollen sogar erste Gespräche stattgefunden haben und PSG will demnach eine Ablöse zwischen 20 und 30 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler. Offene Frage dabei, kann der sich die Premier League vorstellen? Darüber ist aktuell wenig bekannt. Samuel Edouzi kommt aus der U23 von Manchester City. Eigentlich soll laut verschiedenen Berichten alles klar gewesen sein mit Bayer Leverkusen. Das hatte unter anderem The Athletic berichtet. Nun aber soll laut Transferexperte Fabrizio Romano der FC Southampton alles probieren, den Deal doch noch zu crashen, da rein zu grätschen und den 19 Jahre alten Linksaußen zu den Saints zu holen. Also hier ist das letzte Wort wohl doch noch nicht gesprochen und Edouzi könnte dann dementsprechend nicht nach Deutschland wechseln, sondern in England bleiben. Benjamin Sesko ist schwer umworben in ganz Europa. Ein absolutes Stürmer-Top-Talent bei Red Bull Salzburg. Und laut Fabrizio Romano und weiteren englischen Medienberichten ist Manchester United nun auch ganz aktuell heiß dran. Konkrete Gespräche mit Salzburg sollen noch nicht stattgefunden haben, aber man denkt wohl stark drüber nach, reinzugehen bei einem der heiß umworbenen Sturmtalente in Europa. Vergangene Woche, da hieß es ja noch, dass Newcastle United ernst machen möchte. So oder so, der Club, der ihn am Ende bekommt, müsste richtig Kohle auf den Tisch legen. Der Vertrag ist noch bis 2026 gültig und die Schmerzgrenze für einen Verkauf soll bei rund 65 Millionen Euro liegen.
In den vergangenen Jahren wurden ablösefreie Transfers immer relevanter. Auch die großen Topclubs versuchen alles, Spieler zum Nulltarif zu verpflichten oder aber wenigstens Profis, die nur noch ein Jahr Laufzeit haben, um die ganz, ganz großen Ablösesummen zu verhindern. Und deswegen schauen wir mal auf die Top 5 der Spieler mit einem Vertragsende in einem Jahr, also 2023. Die könnten dann also auf dem Transfermarkt sehr interessant werden. Fabian Ruiz von Neapel, 55 Millionen Euro der Marktwert des Spaniers. Sein Vertrag läuft in einem Jahr aus, ebenso wie der von Juri Thielemans. Zuletzt wurde der auch mit Manchester United in Verbindung gebracht. Apropos United, auch Marcus Rashford hat nur noch ein knappes Jahr Vertrag, 60 Millionen Euro der Marktwert des 24-Jährigen. So, und jetzt wird's interessant. Gavi, eins der Top-Talente überhaupt beim FC Barcelona, auch sein Vertrag läuft aus und einer der begehrtesten Verteidiger der Serie A in den vergangenen 5 Jahren, Milan Skriniar, ebenfalls nur noch mit einem Jahr Vertrag. Die Innenverteidiger waren ja in diesem Sommer auch heiß begehrt. Siehe beispielsweise Antonio Rüdiger, Andreas Christensen und. Ja, und übrigens der wertvollste Spieler aus der Bundesliga mit Vertragsende 2023, das ist Evan Ndicka von Eintracht Frankfurt. Und zum Schluss, wie immer, ein paar wichtige News-Updates aus der Welt des Fußballs für euch. Und wir haben da jede Menge Vertragsverlängerungen. Zum Beispiel bei Tottenham. Der drittdienstälteste Profi hängt nochmal ein paar Jahre dran. Ben Davies hat nämlich bis 2025 verlängert. Und wie ich gerade schon sagte, nur 2 Profis sind länger im Spurs-Kader mit dabei. Und zwar echte Schwergewichte. Weltmeisterkeeper Hugo Lloris und natürlich Kapitän Harry Kane. Iago Aspas ist der Rekordtorschütze bei Celta Vigo und steht auf Rang 3, was die ewige Bestenliste der Einsätze für den Club angeht. Und der 34-jährige Mittelstürmer hat jetzt tatsächlich nochmal langfristig verlängert bis 2025. Wenn sein Vertrag dann endet, dann ist er fast 38 Jahre alt. So, und aller guten Dinge sind 3. Die AS Monaco hat auch verlängert, und zwar mit Rechtsverteidiger Ruben Aguilar. Der 29-Jährige unterschreibt ebenfalls bis 2025, hat 100 Spiele im Fürstentum absolviert und sein Marktwert liegt aktuell bei 10 Millionen Euro. Und das war's für heute von Transfermarkt TV. Eure Meinung ist natürlich aber trotzdem noch gefragt. Und zwar könnt ihr sie in die Kommentare unter dieses Video schreiben. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu unseren heutigen Themen zu sagen habt. Und dann habe ich auch noch 2 Empfehlungen für euch. Nämlich einmal hier unsere Barcelona-Chronik. Da gehen wir der Frage nach mit Trainer Xavi zurück zur Fußballweltmacht. Und da unten klickt ihr ganz einfach für unser aktuellstes Video. Dabei ganz viel Spaß und bis ganz bald hier bei TMTV.